بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. Herzlich willkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir haben letzte Woche begonnen mit Surat An-Nasr, der Beistand oder die Unterstützung oder die Hilfe. Und zwar hatten wir uns angeschaut, die erste Ayah, wenn Allahs Unterstützung kommt und der Sieg. Und ich hatte erwähnt, dass hier gemeint ist die Eroberung Mekkas oder die Einnahme Mekkas, weil warum nicht Eroberung, sondern Einnahme? Weil es ja keine Kämpfe an sich gab, außer wenige. Rasul sallallahu alaihi wasallam ist ja von allen Seiten in Mekka eingetreten. Rasul alaihi salatu wasalam hat sämtliche arabische Stämme zusammengeholt und jeder Stamm war ein Bereich in der Armee eben, und so gingen die unterschiedlichen Stämme rein in Mekka. Nur vom Süden her war Khalid ibn al-Walid radiallahu anh, und da gab es einige Kämpfe, weil einige Mekkaner eben diese Armee dann bekämpfen wollten. Aber an sich gab es ja vor dem Eintritt oder vor der Übernahme dieser Stadt ein Gespräch mit Abu Sufyan, der dann auch den Islam angenommen hat. Ja, und er verkündete den Mekkanern dann, bevor Rasul sallallahu alaihi wasallam eintrat, dass jeder, der in seiner Wohnung ist, also in Abu Sufyans Wohnung ist, dass er sicher ist. Und jeder, der in seiner eigenen Wohnung ist und die Tür verschließt, da wird nicht eingebrochen, ja, der ist auch sicher. Und jeder, der im Haram, Haram ist also der heilige Bereich um Mekka, also die Moschee. Ja, dieser Bereich, Haram, es ist nicht nur die Moschee, Al-Haram ist viel weiter. Wer sich dort aufhält, der ist auch in Sicherheit, dem wird nichts geschehen. Ich hatte erwähnt, außer wenige Personen, die Kriegsverbrecher waren, wie man sie heute bezeichnen würde, die sollten trotzdem bekämpft werden. Aber ansonsten die Bevölkerung an sich hat Rasul sallallahu alaihi wasallam vergeben und er hat ihnen Sicherheit gewährt. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt nun in der zweiten Ayah: und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst. Als nun das geschehen ist, eben dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka einnahm, waren die restlichen arabischen Stämme auf der arabischen Halbinsel überzeugt, dass das ein Prophet sein muss. Warum? Die haben sich gesagt, wenn Rasul sallallahu alaihi wasallam Mekka eingenommen hat, der ist von Allah, das ist jemand, den hat Allah geschickt. Warum? Wie sind die darauf gekommen? Die Araber, als sie mitbekommen, dass Rasul alayhi salatu wassalam eine Armee zusammengetrommelt hat, von 10.000 Mann waren das, haben sie gesagt, dann schauen wir mal. Lasst ihn einfach herkommen und dann schauen wir mal. Denn sie wissen, was passiert ist, mit wem vorher. Der wollte auch schon mal nach Mekka hin. Abraha. Und was ist passiert, als dieser Abraha nach Mekka gegangen ist mit seinen Elefanten? Ja? Elefanten sind heute wie Panzer. Ja? Mit seinen ganzen Elefanten und die Riesenarmee. Schutt und Asche. Ja, Allah Azza wa Jalla hat diese Vögel mit diesen Steinen geschickt und alle waren sie vernichtet. Das heißt, die Mekkaner, die glaubten ja an Allah. Es war ja nicht so, dass sie Atheisten waren.
Die Polytheisten, die Mekkaner, waren keine Atheisten. Sie haben an die Existenz Allahs geglaubt und dass er der Schöpfer ist. Nur haben sie gesagt, wir können nicht direkt Allah anbeten, wir brauchen Vermittler. Deswegen müssen wir diese Götzen, die 360 Götzen, die um und in der Kaaba waren, die waren eben Vermittler zu Allah. Und das ist Schirk, also der Götzendienst. Also haben sie gewusst, das ist Allah, der sein Haus, Al-Ka'ba, beschützt. Sie haben das ja erlebt, denn dieses Ereignis war ja im Jahre, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geboren ist. Und deswegen, die Mekkaner haben sich noch erinnert an diese Geschichte. Und diese Geschichte wurde ja weiter erzählt. Wisst ihr was, früher, ja, und so weiter, da kam ein Abraham und der wollte. Und das heißt, es war allgemein bekannt. So, dann kam nochmal dieses Ereignis. Schon wieder will ein Mensch mit einer Armee nach Mekka diese Stadt einnehmen. Diesmal waren sie vorsichtig. Oh, oh, was passiert jetzt? Wird das wieder geschehen? Wenn nicht, dann hat Allah es also zugelassen, dass Mekka eingenommen wird, dann ist es ein Prophet. Also haben sie gewartet und geschaut, was passiert. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mit einer riesen Armee, 10.000 Mann früher, das war ja nicht normal. Ja, dass alle diese Stämme, die dort waren, die arabischen Stämme, sich zusammengetan haben unter der Leitung des Propheten alaihi salatu wasalam. Also sind sie dorthin einmarschiert und es ist nichts passiert. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam gelangt zur Kaaba. Bilal steigt auf die Kaaba hoch und macht den Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keine Vögel, keine Steine, kein Erdbeben, kein Vulkanausbruch, nichts. Es ist alles in Ordnung. Also ist das ein Prophet, alaihi salatu wasallam. Deswegen war das Jahr danach, nach Fath Mekka, nennte man das Jahr der Delegationen. Die restlichen Stämme der Araber auf der arabischen Halbinsel haben Delegationen hingeschickt und ihnen erklärt, wir glauben an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, wir stammen sowieso, wir Familie sowieso, wir glauben, dass es nur einen Gott gibt und dass du Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs bist. Und das war also ausschlaggebend für die damaligen Mekkaner und die anderen Araber, dass sie in Scharen den Islam angenommen haben. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam danach die Pilgerfahrt vollzogen hat, alaihi salatu wasalam, waren es 120.000 Pilgerer. Wie viele Kämpfer waren es vorher? 10.000, um die 10. Damit ihr auch die Dimension erkennt, was es heißt und die Menschen in Allahs Religion in Scharen, 12-mal so viel, von 10.000 zu 120.000 Leute, Pilgerer, nur die Pilgerer, die den Islam angenommen haben und mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Pilgerfahrt vollzogen haben. Und das muss natürlich ein Genuss gewesen sein, mit dem edlen Propheten alaihi salatu wasalam die Pilgerfahrt zu vollziehen. Und die können wir alle auch vollziehen. Nicht physisch, aber von der Belohnung her. Wie? Was musst du machen, damit du mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam pilgerst? Ja? Genau. Also wer, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das Morgengebet in einer Moschee, das ist schon mal die erste Bedingung, in einer Moschee verrichtet und dort verweilt an seinem Platz bis zum Sonnenaufgang und danach, also circa eine Viertelstunde danach, 2 Rak'a betet, freiwilliges Gebet, der erhält den vollständigen Lohn für eine große und kleine Pilgerfahrt mit mir. Und er hat gesagt, vollständig, vollständig, vollständig. Und wenn man mit dem Propheten pilgert, dann wird man ja alles machen, was er getan hat. Und seine Pilgerfahrt ist ja wohl die vollkommenste Pilgerfahrt, die man überhaupt machen kann.
Also das ist ein Lohn, jedes Mal, wenn du betest, das Subh-Gebet in der Moschee und dort bleibst und danach eben diese zwei Raka'a betest. Das heißt, es geht hier um Fath Mekka, also um die Eroberung oder die Einnahme Mekkas. Und ich sagte schon, die Einnahme Mekkas war der Höhepunkt der Entsendung des Propheten a.s.w. Das war der Höhepunkt. Das war es, weil die Welt wurde und ist zum Islam konvertiert. Ich meine die arabische Welt. Und deswegen, als Umar radiallahu anh in seiner Zeit, als er Kalif war, als er sein Beratergremium, Umar hatte ein Gremium an Beratern und das waren die Veteranen der Bedr-Schlacht. Das waren also diejenigen, die bei der Bedr-Schlacht mitgekämpft haben. Warum gerade die? Weil das die besten Menschen sind. Das sind die besten Menschen nach den, natürlich den 10 Gefährten, denen das Paradies zu Lebzeiten versprochen wurde, von diesen Muhajirin. Ja, und die Muhajirin sind besser als die Ansar, also höher gestellter bei Allah, weil sie früher Muslime waren. Ja. Und von diesen eben die Leute aus Badr, weil das die erste Schlacht war und weil sie gar nicht bewaffnet waren für so eine Schlacht und so weiter und so fort. Umar radiallahu an hatte immer so ein Gremium der wissenden Leute und er nahm auch noch Ibn Abbas hinzu. Und Ibn Abbas ist ja als Kind Muslim geworden. Der war sehr, sehr jung. Rasul sallallahu alaihi wasallam, als er ein bisschen älter war, Rasul alaihi salatu wasallam, nahm er Ibn Abbas, das ist sein Neffe, sagt man. Ja? Sein Cousin. Weil sein Onkel ist Al-Abbas und das ist der Sohn von Al-Abbas, also Ibn Abbas. So, und er nahm ihn mit, wenn er irgendwo geritten ist auf so einem Tier. Also als kleines Kind. Nun nach dem Tode des Propheten a.s. und nach dem Tod Abu Bakrs, als Umar radiallahu an, der Kalif war, Staatsoberhaupt der Muslime, hat er ihn auch mit in dieses Gremium genommen. Und da hat man ihn gefragt, Sekunde mal, das ist doch ein Kind. Ja? Wir haben ja alle Kinder, da können wir ja auch unsere Kinder mitbringen. Umar radiallahu an hat nicht geantwortet darauf, sondern hat eine Frage gestellt. Wie versteht ihr die Sura An-Nasr, die hier? إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Wenn die Unterstützung oder der Sieg Allahs kommt und die Eroberung oder die Einnahme. Wie versteht ihr das? Und dann haben sie gesagt, ja gut, darunter verstehen wir, dass Allah Azza wa Jal dem Propheten die frohe Botschaft gibt, dass er Mekka einnehmen wird. Ja, und dass er dafür sich bedanken soll bei Allah subhanahu wa ta'ala und dass es was Wunderbares ist. Da fragte er, Umar radiallahu anhu, fragte dann Ibn Abbas und er sagte ihm, und was sagst du? Dann sagte Ibn Abbas, Allah hat durch diese Sura dem Propheten Bescheid gesagt, dass er sterben wird. Ibn Abbas radiallahu anhu, den nennt man den Übersetzer des Korans, Turjuman al-Quran, also nicht Übersetzer in andere Sprache, sondern die Erklärung der Bedeutung. Weil er den Koran durchgeforstet hat mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen ist es einer der größten Tafsir-Gelehrten überhaupt, Ibn Abbas, radiallahu anhu. Auf jeden Fall, er hatte das verstanden, also die verborgene Dimension hier in der Sura. Woher hat er das entnommen? Weil nach dem Höhepunkt geht es wieder runter. Nach dem Höhepunkt gibt es kein Optimum. Ja, also das ist das Optimum. Also kommt nach diesem Höhepunkt was? Das Ende. Das war's. Und deswegen, und das hat er auch entnommen aus der Sache, dass Allah ihm, also dem Propheten sallallahu alaihi wasallam hier, nahegelegt hat, Allah zu lobpreisen und um Vergebung zu bitten. Denn wir bitten um Vergebung nicht nur, wenn wir sündigen,
Weil in dieser Sura steht ja, ist ja kein Tadel an den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sondern ganz im Gegenteil. Ja, der Sieg kommt, die Menschen werden Muslim, ist ja alles, mashallah, wunderschön. Und trotzdem soll er um Vergebung bitten. Das zeigt, dass hier etwas zu Ende ist. So wie wenn du das Gebet verrichtest und zu Ende bist oder zum Ende gekommen bist, das erste, was du sagst nach Assalamu alaikum wa rahmatullah, ist was? Auch Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und dann sagst du was? Astaghfirullah. Dreimal. Und so ist es beim Hajj, also bei der Pilgerfahrt, Hajj. Da sagte auch Allah Azza wa Jal, wenn ihr dann mit diesen Riten fertig seid, dann bittet Allah um Vergebung. Also immer wenn wir eine Ibadah, eine Anbetung, einen Gottesdienst vervollständigt haben, beendet haben, ist es Zeit, Allah um Vergebung zu bitten. Um welche Ibadah geht es hier? Um die Ibadah der Verkündung der Da'wah, also die Verbreitung der Botschaft. Die ist nun vollendet. Deswegen gibt es ja auch Gelehrte, die sagen, diese Sura wurde ungefähr 2 Monate vor dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart. Und dass es eben die letzte Sura als gesamte Sura ist, die offenbart wurde. Ansonsten die letzte Ayah, glaube ich, habe ich schon mal erwähnt, ist die Ayah in Surat al-Baqarah. Auf der dritten Seite von hinten, ganz unten die Ayah, und zwar: O ihr Gläubigen, fürchtet einen Tag, an dem ihr zurückkehrt zu Allah, und danach, an dem jede Seele eben Rechenschaft ablegen wird. Diese Ayah ist nach Ansicht vieler Koranwissenschaftler die allerletzte Ayah des Koran. Weil in der Koranwissenschaft unterscheidet man die letzten oder das letzte Offenbarte nach Kriterien. Dass man sagt, was ist das letzte Offenbarte an Regeln und Geboten? Das sind die Ayat über Zins. Das sind die Ayat, die vor dieser Ayat kommen. Auf der gleichen Seite oben redet Allah Azza wa Jal über Zinsen. Und so weiter und so fort. Also du kannst das letzte Offenbarte aufteilen nach Themen. Oder was ist die letzte Sure, eben إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Oder was ist wirklich schlussendlich das allerletzte, wonach nichts mehr offenbart wurde, eben diese eine Ayah, die ich gerade erwähnt habe in Surat al-Baqarah. Also die Muslime oder die Menschen kamen in Scharen in den Islam. Sie haben den Islam angenommen. Und somit ist die Botschaft des Propheten alayhi salatu wassalam vollendet. Der Prophet sallallahu alayhi wasallam hat seine Aufgabe getan. Und deswegen sagte er ja bereits, das hatte ich letztes Mal erwähnt, zu Fatima radiallahu anha, wegen dieser Sura, mein Ende wurde mir erklärt. Also dass ich eben sterben werde, alayhi salatu wassalam. Fathu Mekka, liebe Geschwister, ist ein Sieg oder eine Eroberung, die schon vorangekündigt wurde oder angekündigt wurde. Und zwar bereits vor Fath Mekka gab es ja diesen Friedensabkommen von Hudaybiyah. Und warum kam es jetzt zu diesem Einmarsch der Muslime? Weil Status quo war, es gibt einen Friedensvertrag. Der sollte 10 Jahre dauern. Nur die einige Verbündete der Mekkaner, weil die Araber waren jetzt wie die Mekkaner mit ihren Verbündeten, also ein paar Stämme, die haben gesagt, nee, also wir wollen mit Mohammed nichts zu tun haben, alayhi salatu wassalam. Wir bleiben mit den Mekkanern, mit den Leuten aus Quraysh. Und andere sagten, nee, also wir gehen auf die Seite von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ein Friedensvertrag ist ja nicht nur so, wenn du mir was tust, sondern wenn du mir oder meinen Verbündeten was tust. Ja, die NATO heutzutage, ja, egal wer da Mitglied ist, ja, musst du aufpassen. Ansonsten sind sie alle zusammen gegen dich. So, das war damals auch so. Es gab also Verbündete.
Nun, eine Gruppe der Verbündeten mit den Mekkanern haben einige Muslime ermordet. Und dann kam einer von ihnen zu Propheten, ﷺ, es war noch ein Dichter, dann, die Araber, die haben ja alles in Reimen und in Dichten, die konnten ja nichts anderes außer Dichten. Und die haben das dann in Gedichtsform aufgetragen. Ja, so hilft uns, da sagte der Prophet, ﷺ, wir werden dich helfen, wir werden dir helfen, wir werden dich unterstützen. Also hat er die Stämme zusammengeholt, ﷺ, und ist einmarschiert. Das war also der Grund. Also der Grund für diese Raswa, beziehungsweise Fath nennt man, Raswa ist Schlacht. Ja, man sagt nicht Raswa Mekka, sondern Fath Mekka, also die Eroberung, wie gesagt, weil es keine Schlacht war an sich. Auf jeden Fall, der Grund dafür war, dass die Mekkaner sich nicht an ihren Friedensvertrag gehalten haben. Und das ist wieder eine Lehre für uns. Und eine Botschaft an die Welt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht blutrünstig war. Rasul alaihi salatu wasallam wollte nie Menschen töten. Das ist überhaupt nicht die Botschaft des Islams. Die Botschaft des Islams ist, die Menschen zum Leben zu führen, nicht zum Tod, sondern ihnen das Leben zu erklären und die Glückseligkeit im Leben zu bringen. Das geht so weit, ein Beispiel auch hier bei Raswat bzw. Fath Mekka. Abu Sufyan, dieser Stammesführer, weil alle anderen sind ja gestorben, Abu Jahl und so weiter, waren ja schon in Raswat Badr gestorben. Abu Sufyan wollte, als dies geschehen ist, als einige seiner Verbündeten diesen Friedensvertrag missachtet haben und Menschen getötet haben, ist er sofort nach Medina, weil der wusste, das war's jetzt. Also Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wird uns jetzt bekämpfen. Und er ist der Vater, Abu Sufyan ist der Vater von der Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ramla. Also hat er sich gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt mal zu meiner Tochter und sage, könntest du mal bitte mit deinem Mann reden, dass er nicht uns bekämpfen soll, uns nicht angreifen soll. Also ist er nach Medina. Sie wollte von ihm nichts wissen. Ja, gesagt, Entschuldigung, ihr haltet euch nicht an Regeln, bringt uns um und so weiter und so fort. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Er ist zu Rasul sallallahu alaihi wasallam gegangen, wollte mit ihm reden. Rasul sallallahu alaihi hat ihn überhaupt nicht angesehen, hat ihn nicht geantwortet. Muhammad, ich möchte mit dir reden. Kein Ton. Dann ist er zu Abu Bakr. Kein Ton. Dann ist er zu Umar. Und ihr wisst, wer Umar ist, radiallahu an. Dann ist er zu Ali, radiallahu an. Dann hat er Ali und, also Ali und Fatima, die haben mit ihm geredet. Dann hat er geredet, dann, also schaut mal, wie sehr er in der Zwickmühle war. Al-Hassan, ein Kind, das, 2 Jahre, also nicht in der Lage zu reden, hat er gesagt, kann ich eurem Kind was sagen, dass er dem Propheten sagen soll, dass er Muhammad sagen soll, alayhi salatu wassalam. Der versteht nichts, der kann deine Worte nicht weiterleiten. Ja, was soll ich denn tun? Ja, sag, geh in die Moschee, ja, des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und erklär dort, hört mal zu, ich bin Abu Sufyan, ja, Stammesoberhaupt von Mekka. Ja, es tut uns wirklich leid hier, was passiert ist, das wollten wir doch gar nicht, diese Leute, ja, und so weiter. Und mal schauen. Dann ist er zurück, die Mekkaner haben natürlich gewartet. Und was ist, hat der Muhammad mit dir gesprochen? Und gesagt, der hat mich gar nicht mal angeschaut. Und weder er noch Abu Bakr noch meine Tochter, niemand wollte was wissen. Auf jeden Fall, das war die Vorgeschichte. Hier auch bei dieser Sache gibt es ein Geschehnis, was wichtig ist, dass man das auch weiß. Und zwar einer der Gefährten hieß Hatib ibn Abi Baltara. Dieser Hatib war ein armer Mensch. Und er hatte Angst um seine Angehörigen oder auch sein Hab und Gut in Mekka. Also hat er gesagt, jetzt muss ich irgendwas machen, weil Rasul sallallahu alaihi wasallam wird einmarschieren.
da wird ein Krieg stattfinden, meine Angehörigen, Verwandten, Hab und Gut, also ich muss gucken, wie ich diese Leute beschütze. Also schicke ich denen mal einen Brief, den Mekkanern, den Polytheisten, hört mal zu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird einmarschieren. Was? Damit er einen Joker hat bei den Mekkanern, ja, damit er einen Pluspunkt hat. Also hat er dieses Schreiben einer Frau gegeben, die auf dem Weg war nach Mekka. Und sie hat es in ihrem Kopftuch, das war keine Muslimin, sie hat es in ihrem Kopftuch versteckt. Als das passiert ist und diese Frau auf dem Weg war nach Mekka, kam Jibril a.s. zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hör mal zu, die Frau in ihrem Kopftuch hat ein Schreiben, da steht dies und jenes drin, geh, schick Leute hin. Also schickte er Ali radiallahu an und noch einen anderen Gefährten. Sie gingen zu dieser Frau, hör mal zu, stopp, hol, gib uns das Schreiben. Was für ein Schreiben? Das Schreiben in deinem Kopftuch. Also wer hat denen gesagt, dass das in meinem Kopftuch versteckt ist? Also hat sie ihnen gesagt, dreht euch um, damit ich das Schreiben herausziehe. Das war keine Muslimin. Aber die wollte nicht, dass man ihre Haare sieht. Ja, das war gang und gäbe dort. Also was heißt gang und gäbe? Das war aber etwas, was viele Frauen eben auch selbst Nicht-Musliminnen getan haben, sich zu bedecken. Auf jeden Fall kam Ali radiallahu anh mit diesem Schreiben zurück zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also haben sie Hatib geholt. Was soll das? Da sagte er, Gesandter Allahs, guck mal, ich habe Hab und Gut dort und ich habe ja niemanden und ihr seid ja angesehene Leute, ja, und ich bin aber auch kein angesehener Mann. Und Umar radiallahu anh, lass mich ihn umbringen. Ah, da gibt es nichts zu zucken bei Umar. Da sagt der Rasul alayhi salatu wasalam, lass ihn, er gehörte zu den Kriegern bei der Schlacht Badr. So, diese Geschichte, und das war's dann, das war's. Punkt, aus, Ende, Schluss. Aus dieser Geschichte entnehmen wir viele Lehren, dass manche Menschen Fehler machen können. Nicht jeder Fehler ist zu tolerieren, aber es gibt etwas, das nennt man im Arabischen Al-Udhru, also dass man jemandem verzeiht, aufgrund seiner falschen Deutung, aufgrund falschem Verständnis. Nicht nur aufgrund von Unwissenheit. Unwissenheit ist eine Sache. Aber falsches Verständnis. Er wollte, Hatib, wollte der den Mekkanern einen Vorteil verschaffen? Nein, er sagt, Hatib sagt, ich weiß doch, dass Allah dich beschützen wird. Da kann nichts schief gehen. Wenn ich denen was sage, Allah ist mit dir, mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen dachte ich mir, das ist nicht so schlimm. Das ist falsch, was er dachte natürlich. Aber wurde er als Käfer abgezeichnet? So wie heute, ohne zu zucken, zack, Käfer, Punkt, aus, Ende, Schluss. Jemand wollte den Islam unterstützen und er liebt den Islam. Ja, jetzt hat er irgendeinen Fehler gemacht, er dachte aber, er würde den Islam unterstützen, sofort, ohne zu zucken. Das war nicht die Art des Propheten, und die Unterstützung bei der Bekämpfung der Muslime hat er mit dem Islam nichts mehr zu tun. Du kannst ja nicht sagen, ich bin ein Muslim und ich möchte euch alle vernichten. Also das ist ja Quatsch. Also jemand, der die Muslime bekämpft, der kann nicht sagen, er ist ein Muslim. Das ist ja wohl logisch, oder nicht? Und trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Akt, diese Unterstützung der Nicht-Muslime, nicht als Kufr, hat Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt, Kafir, so, zack, Kopf kürzer und das war's. Nein, er hat gesagt, lass ihn. Weil der Rasul alaihi wasallam verstanden hat, er wollte nicht mit Absicht den Muslimen schaden, sondern er hat ein Fehldenken. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir auch nicht so voreilig Menschen verurteilen, ob aus dem Islam rauszuschmeißen oder aus dem Kreise der Ahlus Sunna rausschmeißen oder irgendetwas von dieser Sache. Also, das war die Vorgeschichte dieser Schlacht
beziehungsweise dieser Eroberung oder Einnahme der Stadt Mekka. Auch die Frau von Abu Sufyan, Hind, hat den Islam angenommen. Und viele, viele, viele weitere, ich sagte ja, danach die Pilgerfahrt war 120.000 Menschen. Und das erklärt diesen riesen Unterschied und wie die Muslime, die Nicht-Muslime in den Islam eingetreten sind. Nun zur wöchentlichen Frage. Was denkt ihr, was die Frage ist? Barakallahu fi. Abu Sufyan, Hind, Hatib, was weiß ich wer und so. Das ist ja schön und gut. Das ist ja schön und gut, dass wir wissen, ja, da war die Schlacht und was weiß ich und so weiter. Aber diese Ayah wurde ja offenbart wegen wem? Wegen wem? Ja, wegen mir. Allah will mir eine Botschaft geben. All das, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam widerfahren ist, all das, was er erlitten hat, all das, was er ertragen musste, ist wegen dir, wie wegen mir. Damit du hier sitzt und sagst, ich bin ein Muslim. Das alles hat Rasul sallallahu alaihi wasallam ertragen müssen, damit du hier gemütlich und in Sicherheit sitzt und einfach so ganz locker mal sagen kannst, ich bin Muslim. Ich glaube an Allah. Bilal konnte das nicht einfach so sagen. Der konnte gerade noch so Ahadun sagen mit einem Felsen auf seiner Brust. Und das ist etwas, diese Zeichen, dieser Sklave, der gefoltert wurde, ist derjenige, der auf diese Kaaba steigt und mit seiner schönen Stimme herausschreit, Allahu Akbar, Gott ist größer. Der Ahad gesagt hat, der sagt Allahu Akbar. Und ein weiterer Aspekt, was wir inshallah auch in Zukunft, wenn Allah das erlaubt, sehen werden, was ist denn die Sura vorher? Vor Idha ja'a Nasrullahi wal Fath. Afwan? Sie ist nachher, vorher. Surat al-Kafirun. Qul ya ayyuha al-Kafirun. Sagt, o ihr Ungläubige. Surat al-Nasr, das was wir gerade besprechen, ist die letzte Sura. Surat al-Kafirun gehört zu den ersten Suren. Nicht die allererste, aber die allererste ist ja Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Sondern zu den ersten Suren. Und das ist eine Botschaft. Anfangs haben die Mekkaner gesagt, wie wär's? Ein Monat du, ein Monat wir. Eine Woche du, eine, wie wär's? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war was? War standhaft. Was ist das Ende der Standhaftigkeit? An-Nasr, der Sieg. Die Botschaft lautet, also das ist die Botschaft der Sortierung der Suren. Und das ist eine Wissenschaft für sich im Tafsir. Die Anordnung der Suren, das ist schon Tafsir für sich. Da sind schon Lehren, kannst du Bände schreiben. Abgesehen von der Anordnung der Ayat und so weiter und so fort. Qul ya ayyuhal kafirun, wie wär's, du betest unser Gott an, dann machen wir das mal mit dir. Ja, Cocktail und, was denkst du? Nein, was ist nach Jahren dann das Resultat? Allah unterstützt den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also denke nicht, Allah lässt dich im Stich. Denke nie, Allah wird dich im Stich lassen. Es geht nur um eine Sache, das hatte ich ja letztens erwähnt. Bleibst du standhaft oder nicht? Alle können sie sagen, ja, wir wollen den Islam und lieben und so weiter. Erstes Problem, zack, ist die Hälfte weg. Und das will Allah azza wa jalla. Will er, dass die Hälfte weg ist? Nein, er will, dass nur noch die Besten aller Besten bleiben. Denn die haben es dann verdient, diesen gewaltigen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Botschaft an uns, an was denkst du, wenn du hörst und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst? An was denkst du da?
Ja? Dass viele Menschen zum Islam konvertieren, ja? Ja? Die Erleichterung seiner Religion nun ohne Druck und ohne Gewalt von außen ausleben zu dürfen. Ja, bitte? Wie wäre es, wenn wir die Lupe jetzt auf uns richten? Nicht auf die anderen. Die Sahaba oder die Lupe, die Kamera auf dich richten. Was ist die Botschaft oder was heißt das für dich? An was denkst du? Das ist Allahs Wort, also die wahrhaftige Wort, das wahrhaftige Wort ist, das wird Allah versprochen hat, kommen. Genau, Allah Azzawajal hat es versprochen und so ist eingetreten. Ja? Ist die Botschaft übermittelt worden? Ja? Das ist alles richtig. Aber ein weiterer Aspekt zusätzlich. Ich darf zu dieser Gruppe gehören. Es sind Scharen in den Islam eingetreten. Stell dir jetzt vor, du nicht. Hier steht Scharen. Viele. Wir haben 7 Milliarden, sind wir schon 7 Milliarden, ne? Oder sind wir 8? 7 Milliarden jetzt. Was hast du denn getan, dass gerade du zu diesen Leuten gehörst? Um das zu erkennen, liebe Geschwister, um eine Gabe wertzuschätzen, muss man was machen? Ja? Genau. Du kannst eine Gabe nur dann wertschätzen, wenn du dir vorstellst, wie wäre es, wenn ich diese Gabe nicht hätte? Wie wäre es, wenn ich diese Gabe nicht hätte? Stellen wir uns das mal vor, möge Allah uns davor bewahren. Und das geht nicht einfach so, wie wär's, ja, es wäre schlecht. Nein, ganz. Nimm dir die Zeit. Stell dir vor, du wärst kein Muslim. A'udhu billah. Möge Allah uns davor bewahren. Was hätte das für eine Folge, wenn man kein Muslim ist? Man landet in der Hölle. Wie lange? Bitte? Ewig. Was soll das bedeuten, ewig? Was heißt das? Ohne rauszugehen. Und was heißt das? Damit wir dieses ewig oder ohne rauszugehen, damit wir das verstehen, damit unser Herz das mal, entschuldigt diesen Ausdruck, damit das Herz mal das rafft, ja, das versteht und nachvollzieht, heißt das, dass du nach einem Tag wieder raus bist in Jahannam? Stelle sich mal jeder vor, möge Allah uns davor bewahren, oh Allah, vergib uns. Stelle sich mal jeder vor, er sei jetzt in Jahannam, möge Allah uns davor bewahren. Der erste Tag ist vorbei. Und du bist kein Muslim. Darfst du jetzt raus? Nicht. Die erste Woche ist vorbei. Strafe, Hunger, Not, Leid. Darfst du jetzt raus? Immer noch nicht. Ein Monat ist vorbei. Ein Monat voller Strafe in Jahannam. Möge Allah uns davor bewahren. Darfst du jetzt raus? Ein Jahr ist vorbei. Wisst ihr, was ein Jahr ist? 10 Jahre, 100 Jahre. Dein Verstand wird so langsam jetzt sich abschalten. Dein Verstand wird das so langsam nicht mehr nachvollziehen. 1000, 1 Million Jahre, Billionen Jahre, Trillionen Jahre. Was sind mehr? Trillionen, Billionen? Quillionen. Was gibt's dann? Bitte? Und so weiter. Der Verstand kann das nicht mehr nachvollziehen. Was heißt es? 1 Billion Jahre in Jahannam. Das können wir das nachvollziehen? Was ist das? 1 Billion? Das können wir nicht nachvollziehen. Ja gut,
Ja, kommen wir denn endlich dann raus nach einer Billion, Quillion, irgendwas, Jon, Jahren? Kommen wir dann endlich raus? Immer noch nicht. Du sitzt hier und hast eine Karte von Allah erhalten. Das ist die Rettung vor dem Höllenfeuer. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte zu Mu'adh, wer La ilaha illallah sagt, dem verbietet, also andersrum, wer La ilaha illallah sagt, dem Allah verbietet der Hölle, diese Person zu bestrafen. Also die Hölle darf dich nicht berühren. Jahannam darf dich nicht anfassen. Ja, warum? Was habe ich getan? Du sagst La ilaha illallah. Und lebst es natürlich. Ansonsten, jeder, Iblis hätte es ja auch sagen können, La ilaha illallah. Der glaubt ja auch, dass Gott vorhanden ist. Also nur ein Lippenbekenntnis bringt dir nichts. Sondern du musst es leben. Aber wer hat dir denn das gegeben? Wenn du an dein Leben dich erinnerst, wie viele Hürden gab es in deinem Leben? Oder wie viele Möglichkeiten, wie viele Ausfahrten und Umleitungen in deinem Leben gab es, die dich wegbringen könnten von dieser Religion? Du bist immer noch Muslim. Du gehörst zu dieser Schar der gläubigen Menschen, dass sie an Allah glauben. Alhamdulillah. Und wie sehr müssen wir uns nach Allah subhanahu wa ta'ala bei unserem geliebten Propheten danken, dass wir das überhaupt mitbekommen durften. Dass wir diese Religion erfahren durften. Stell dir vor, ein Abu Bakr oder Umar oder Uthman hat gesagt, hör mal zu, warum soll ich mir den Stress geben? Ja? Gut, ich glaube ja an Allah, und das war's, nach mir die Sintflut und das war's. Soll da jeder gucken, wie er glaubt. Stell dir mal vor, das wäre so, dann wären wir vielleicht gar keine Muslime. Da wüssten wir gar nicht, was es ist. Aber sie haben gelitten. Ein Bilal. Der Prophet selbst, sallallahu alaihi wasallam, blutet, wird verletzt, wird beleidigt, wird verspottet über seine Frau, wird gelästert. Alayhi salatu wassalam. Damit du dich Richtung Mekka aufstellen darfst. Und als Dank sagst du, nee, ich habe keinen Bock zu beten. Das ist dein Dank. All das, was sie getan haben, jahrelang, Rasul sallallahu alaihi wasallam, 23 Jahre als Prophet. Wie sehr haben sie versucht, ihn zu ermorden? Wie sehr wurde er beleidigt, verspottet, mit Steinen beworfen? Alayhi salatu wassalam, nur damit du erkennst, wer dein Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn man diese Ayah liest, muss man diese Ehre empfinden. Und dieses Gefühl der Errettung. Das, glaube ich, habe ich schon mal erwähnt. Stell dir mal vor, du wärst fast von einem Hochhaus gefallen oder es hat gebrannt, möge Allah uns davor bewahren. Und in der letzten Sekunde hat dich jemand gerettet. Was empfindest du? Alhamdulillah, ich bin nicht tot. Ja, genau dieses Gefühl solltest du empfinden, wenn du diese Ehe liest. Und du die Menschen, du gehörst zu diesen Menschen. Zwar nicht in der Zeit, aber danach. Und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst. Und umso schöner wird dieser Gedanke, wenn du dich daran erinnerst, dass der Prophet alayhi salatu wassalam Sehnsucht nach dir hat. Wie ich? Ja. Rasul alayhi salatu wassalam sagt, ich vermisse meine Brüder. Da sagten die Gefährten, sind wir nicht deine Brüder? Dann sagte er, ihr seid meine Gefährten. Meine Brüder sind jene, die an mich glaubten, ohne mich zu sehen. Du bist das. Wir sind die Brüder des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr ist ein Gefährter und ich bin ein Bruder des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Also, da fällt man doch in Ohnmacht vor Stolz und Ehre, oder nicht?
Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dieser edle Mensch, der erwartet mich, der hat Sehnsucht nach mir, der will mich sehen, alaihi salatu wasallam. Und was mache ich? Oh, das Leben des Propheten ist mir sowas von egal. Ich nehme mir den nicht als Vorbild, ne. Ich mache, was ich will. Ist das dein Dank für dieses ganze Leid, das er ertragen musste, alaihi salatu wasallam? Und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst. Ein weiterer Aspekt ist, wie kann ich dafür sorgen, dass weiterhin die Menschen in Scharen eintreten werden. Der erste Schritt ist, dass du kein Grund bist, dass die Leute nicht eintreten oder gar austreten. Wie? Durch ein unqualifiziertes Verhalten. Warum hassen denn die Menschen den Islam? Warum gibt es diese Feindschaft gegenüber dem Islam? Weil sie den Propheten kennen? Sie kennen ihn nicht. Nein, nein. Sie kennen ihn nicht. Deswegen, als einige diese Karikaturen gemacht haben, was haben sie denn da gezeichnet? Sie haben Leute gezeichnet, die sie aus dem Fernsehen kennen. Nicht den Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber sie haben gesagt, das müsst ihr ja wohl von eurem Propheten haben. Ja, woher habt ihr denn das sonst? Das heißt, unser Verhalten ist eines der wichtigsten Gründe, warum Menschen den Islam lieben oder ihn verabscheuen. Stell dir mal vor, die Muslime sind die hilfsbereitesten, die liebevollsten, die nachsichtigsten und so weiter und so fort. Die Muslime selbst, nicht die Nicht-Muslime, die Muslime selbst haben eine Allergie gegenüber Muslimen. Oder nicht? Sehen Sie einen mit Bart? Oh, der hat einen Bart. Oh, oh, oh. Warum? Weil die eine, im Hinterkopf haben sie Gedanken, Bart, das bedeutet Blut, das bedeutet Stress, die lächeln nicht, die, ja, das ist psychisch ist das so geklebt, ja. Aber stell dir mal vor, die Bart-Tragenden, Hijab-Tragenden, die Betenden, die Pilgernden und so weiter, die Muslime, stell dir mal vor, die sind die besten Menschen. Früher dachte man, die Shaolin-Mönche, das sind doch so liebevolle Leute, ne? Oder nicht? Ach, du spuckst sie an und die machen dir nichts, du gibst ja eine Ohrfeige und so weiter. Aus den Filmen. Heutzutage wissen wir, das sind die größten Terroristen, die es überhaupt gibt auf dieser Welt. Schlachten unsere Geschwister da ab in Burma und so. Das heißt, was ich damit meine ist, das Bild hängt vom Verhalten der Leute ab. Wenn Muslime so leben würden wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, würden die Menschen den Propheten lieben. Wenn du so wärst, wenn du eine Kopie des Propheten wärst, alaihi salatu wasallam, Junge, die Leute würden sagen, wie können wir den Propheten denn endlich sehen? Alaihi salatu wasallam. Die Nicht-Muslime, die zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die haben den Islam angenommen aufgrund des Verhaltens des Propheten alaihi salatu wasallam. Insbesondere, wenn sie Feinde des Propheten waren, alayhi salatu wasalam, und sie dann gesehen haben, wie er mit ihnen umgegangen ist, genauso wie in Mekka, als er einmarschiert ist und dann er fragte, alayhi salatu wasalam, was denkt ihr, was ich mit euch anstellen werde? Dann sagten sie, du bist unser Bruder und unser Verwandter, unser Cousin also. Dann sagte er, ihr seid die Befreiten oder Befreiten. Eine Frage. Frag mal Nicht-Muslime und sag denen, es gab zur Zeit unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Situation, dass diejenigen, die ihn bekämpft haben, jahrelang, nicht eine Woche, jahrelang bekämpft haben, dass er Oberhand erhalten hat und er in Mekka einmarschiert ist. So,
Herr XY, Frau XY, eine Frage. Was denken Sie, wie hat unser Prophet, wie ist er mit Ihnen umgegangen? Was denkt ihr, wenn man eine Umfrage machen würde? Was denkt ihr, was die Leute da draußen denken über unseren Propheten, sallallahu alaihi wasallam? Ohne Ausnahme. Euer Prophet, ich weiß das, was er gemacht hätte oder hat. Da hat sie alle umgebracht, besonders die Frauen und die Kinder. Und der Herr hat bestimmt Allahu Akbar dabei geschrien. Ja? Und er, und, oder nicht? Woher haben die denn diese Bilder? Weil sie den Propheten kennen, alayhi salatu wassalam? Nein, weil sie die Nachrichten heute sehen. Das ist unsere Schuld, liebe Geschwister. Dieses falsche Bild unseres geliebten Propheten, alayhi salatu wassalam, haben sie nicht, weil der Prophet was Falsches getan hat, alayhi salatu wassalam, sondern weil wir Falsches tun. Weil wir nicht genug den islamischen Charakter vorleben und zeigen. Wenn in muslimischen Familien einige Eltern Probleme haben damit, dass ihre Kinder religiös werden, dass es für die die größte Katastrophe ist, was du betest, warum haben sie diese Allergie? Ja, weil sie denken, übermorgen jagt er sich in die Luft. Weil sie denken, das ist Islam. Aber war der Prophet sallallahu alaihi wasallam so? Wie ist er denn mit seinen Feinden umgegangen? Abu Sufyan, sagte ich euch, kam ja, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam näher kam nach Mekka, übernachtete er und am nächsten Tag ist er einmarschiert. Abu Sufyan kam dann nachts zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Umar radiallahu anhu hat ihn erwischt. Hat er gesagt, und jetzt bist du da. Haben wir irgendwelche Verträge zwischen uns? Nein. Hat jemand dir Sicherheit geboten? Nein. Und was heißt das? Bist vogelfrei, Junge. Da, also du hast keinen Schutz. Al-Abbas radiallahu anhu hat ihn gebracht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und Umar hinterher. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, was hat er ihm gesagt? Hat er gesagt, so Umar, zack, bitteschön, endlich. Endlich dürfen wir wieder Blut vergießen. War er so, alayhi salatu wassalam? Er hat ihm gesagt, lass ihn mal übernachten, morgen reden wir weiter. Puh. Und was dann? Dann hat er gesagt, ist es nicht Zeit, dass du an Allah glaubst? Rasul sallallahu alayhi wasallam. Ist es nicht Zeit, dass du an Allah glaubst? Dann sagte Abu Sufyan, wären diese Götzen Götter, hätten sie uns unterstützt. Also er glaubt an Allah Azza wa Jal und er ist sich bewusst und er hat das nachvollzogen, dass diese Götzen falsche Götter sind. Ist schon Zeit, ne? Letzter Satz. Dann sagt er, ist es nicht Zeit, dass du an mich als Prophet glaubst? Da sagt er, da bin ich mir noch nicht sicher. Al-Abbas und Umar, du bist hier halb tot, ja? Also ein Befehl, Assalamu alaikum. Und der Mann redet noch, ob das richtig ist oder nicht und so. Dann hat er ihm gesagt, stellt ihn an einer bestimmten Stelle, bis das alles fertig ist. Auf jeden Fall hat er den Islam angenommen doch und ist dann nach Mekka gegangen. Was ich damit sagen wollte, liebe Geschwister, unsere Aufgabe ist es, den Leuten den Islam zu erklären, nicht mit Vorträgen, sondern mit Umsetzung. Natürlich auch mit Vorträgen, aber nicht nur, sondern mit Umsetzung, dass wir zeigen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit unserem geliebten Propheten vereinen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.